Jo Freunde, in diesem Guide zu Lords of the Fallen treten wir dem Boss verschmähter Nachkomme voll in den Arsch. Er ist nicht leicht, aber ich zeige euch, wie ihr das meistern könnt. Direkt vor dem Boss könnt ihr noch so einen Save Point generieren, solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr hier sterbt. Und wir gehen jetzt zum Kampf über. Zu Beginn des Kampfes solltet ihr auf jeden Fall sein linkes Bein anvisieren, also dieses Skelettbein hier, und volle Kanne draufhauen. Und das macht ihr, bis ihr kurz vor dem ersten Strich, also vor dem schwarzen Strich in seiner Lebensenergieleiste seid. Genau so. Und jetzt solltet ihr hier hochrennen, weil er wird alles da unten in Flammen setzen. Und wenn ihr da unten bleibt, sterbt ihr. Und jetzt könnt ihr auch mit Fernkampfwaffen ein bisschen draufhauen, damit ihr ihm noch ein bisschen Lebensenergie abzieht. Das ist ganz wichtig. Und er wird ganz langsam auf euch zukommen. Und jetzt beginnt Phase 2. Da müsst ihr einfach seinen Arm ausweichen. Also kurz bevor der Arm bei euch ist, müsst ihr ausweichen. Seht ihr jetzt nochmal. Zack. Und dann könnt ihr immer draufschlagen. Einmal reicht auf jeden Fall. Wenn ihr öfter draufhaut, dann werdet ihr wahrscheinlich getroffen. Also immer nur schön einmal ausweichen, einmal draufschlagen. Fertig. Wenn der Boss anfängt, sich komisch nach unten zu beugen, so wie jetzt gerade, dann lauft einfach weg, denn dann wird er die Attacke sofort abbrechen. Und dann könnt ihr wieder das gleiche wie vorher auch machen. Jetzt, diese Attacke ist eine AOE-Attacke, da könnt ihr auch weglaufen, wieder zurückrennen und dann auf seine Hand draufschlagen. So, und dann müsst ihr wieder ausweichen, ganz normal wie vorher auch. Gleich beugt er sich wieder nach vorne und versucht seine Attacke zu machen. Wir rennen weg, weil da ist es echt schwer auszuweichen, finde ich. Und gleich macht er was Neues, er hebt seine Arme in die Luft. Und hier erscheint eine Feuerkugel. Wir müssen jetzt auf eine andere Plattform rennen, weil die eine in Flammen gesetzt wird. Und wir können sie nicht mehr benutzen. Und jetzt haben wir die Chance, mit Fernkampfwaffen auf den Boss draufzuhauen, bis er bei uns ist. Und jetzt machen wir das gleiche wie vorher. Wir weichen aus, kurz bevor der Schlag bei uns ist, also seine Hand. Und jetzt macht er wieder was, diese Attacke. Wir rennen wieder weg und wieder zurück. Und weichen aus, schlagen drauf, okay, zu spät, egal, weichen aus. Ihr müsst das einfach öfter üben und das Timing kommt von selbst. Das sieht zwar im Guide leicht aus, aber das war nicht mein erster Versuch, Leute. Also schämt euch nicht, wenn ihr da irgendwas verkackt. So, hier hat er wieder seine AOE-Attacke gemacht, ich bin weggerannt und dann können wir mal schnell auf seine Hand draufhauen. Ganz ruhig, immer nur einmal draufhauen und jetzt beginnt Phase 2. Oder Phase 3 besser gesagt. Und ihr seht hier, da ist eine riesige Kugel. Wir müssen hinter so eine Wand gehen, weil es eine Explosion gibt. Und ja, dann können wir wieder zurückgehen. Und alles beginnt von vorne. Also wir weichen wieder aus. Zack. Schlagen drauf. Ausweichen. Schlagen. Ausweichen. Und das hier ist jetzt wieder die Attacke, wo er alles in Brand setzt. Also wir laufen auf die nächste Plattform drauf, weil wir die andere nicht mehr benutzen können. Und warten auf den Gegner. Und jetzt können wir wieder mit Fernkampfwaffen draufhauen, wenn wir wollen. Wenn wir welche haben. So, zack, zack, zack. Draufhauen. Und dann weichen wir wieder normal aus. Okay, ich wurde getroffen. Macht nichts. Zack. Ausweichen, schlagen. Ausweichen, schlagen. Immer so weiter. Zack. Also das Timing lernt ihr auf jeden Fall. Nach dem fünften Versuch habt ihr es drauf. Jetzt wollte er sich wieder bücken und seine Attacke machen. Wir sind weggerannt. Gleich wirft er einen Feuerball auf uns. Also immer wenn er seine Arme nach oben hebt, passiert irgendwas Spezielles und keinen Standardschlag. Und ich bin jetzt hinter dieser Wand. Ihr habt gesehen, er hat nochmal einen Feuerball geworfen. Und jetzt bombardiert er mich mit Meteoriten von oben. Da muss man auf die nächste Plattform rennen. Ich zeige euch die Attacke später nochmal, weil ihr habt sie nur einmal gesehen. Also hier auf der nächsten Plattform seid ihr sicher. Und dann geht es weiter mit dem Kampf. Also hier kommt nochmal diese AOE-Attacke. Da kann man einfach ausweichen und dann schnell draufhauen. Und dann ganz ruhig bleiben. Einfach normal ausweichen. Ja, ich wurde getroffen. Aber ihr habt ja auch zwei Leben. Ich bin auch gestorben, übrigens. Seht ihr jetzt. Ja, jetzt sind wir in der Umbralwelt. Und wir bleiben ruhig. Wir machen das gleiche ganz normal weiter. Der Boss hat gerade wieder die Plattform in Brand gesetzt. Also ich laufe jetzt auf die andere. Und jetzt kann man wieder mit Fernkampfwaffen draufhauen. Zack.
Zack. Zack. Also je nachdem, wie viele ihr habt, könnt ihr mehrere draufschlagen. Wieder ausweichen, draufschlagen. Und jetzt wollte er wieder seine Attacke machen, die wir verhindern, indem wir einfach wegrennen. Ihr dürft euch aber nicht auf die Spezialattacken in diesem Video verlassen, denn er macht die immer random. Also ihr müsst immer darauf achten, was er macht. Jetzt zum Beispiel gleich die Feuerkugel, da müssen wir wegrennen und auf eine andere Plattform, weil die ja in Brand gesetzt wird. Seht ihr hier? Also rennen wir rüber. Schmeißen mit Projektilen auf ihn, damit wir ihm noch ein bisschen Energie abziehen. Und jetzt macht er wieder diese Explosion. Man sieht das an diesem Sturm. Wir verschwinden hinter einer Wand und warten ab. Boom. So, also jetzt ist die Lava unten auch verschwunden in der dritten Phase. Und wir können einfach runterspringen, den Boss einfach nur mal schlagen und töten. Das war's dann auch. Ich werde euch jetzt trotzdem noch die Spezialattacke des Bosses zeigen, wo er von oben Lava oder Feuerbälle regnen lässt. Die habt ihr nämlich nicht so richtig gesehen. Also wenn er das macht, dann müsst ihr auf jeden Fall wegrennen oder wegrollen und am besten auf die nächste Plattform und dann im Kreis rennen und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Also wie gesagt, Leute, ich habe das nicht beim ersten Mal geschafft. Also das ist der 10. oder 12. Versuch oder sowas. Ihr werdet das auf jeden Fall hinkriegen, wenn ihr ein bisschen trainiert. Und mit meinem Guide werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen Hilfe bekommen. Und ich hoffe auch, dass der Guide euch geholfen hat. Und wenn ja, sagt mir gerne Bescheid. Lasst einen Kommentar, ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Bye, bye.